Hallo, guten Tag. Bitte nicht essen, spenden. Danke und nochmals danke. Ah ja, ihr kommt da alle dran. Hier sammelt der Präsident persönlich, wo jeder das dann sonst noch. Hurra, hurra, der Ball ist da. Dass ich in meinem Leben mal Fußball mache, ich hätte mir ja alles in meinem Leben vorgestellt, nur das nicht. Ich bin zur Fortuna gekommen wie die Heiden an die Hemden. Also wenn ich eins nicht wollte, dann war es Fortuna überhaupt. Ich sage das auch wirklich immer wieder, weil ich ja heute anders ticke. Aber Fortuna war nun bei Gott nicht mein Ding. Also man hätte mir alles anbieten können, aber nicht unbedingt die Fortuna. Meine Frau ist das eigentlich schuld, indem die gesagt hat, helft denen doch mal. Für 2 bis 3 Monate. Damit die wenigstens ein bisschen auf die Füße fallen. Und aus diesen 3 Monaten sind jetzt natürlich schon mehr als 10 Jahre geworden. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich mal ein 150-prozentiger Fortuna-Mann, wenn ich hier mittlerweile mit der Fortuna ins Bett stehe, mit der Fortuna auf. Also das hätte ich niemals gedacht. Ja, aber da sieht man, wie die Zeit vergeht, ne? Hier in diesem Stadtteil bin ich aufgewachsen. Da habe ich meine ganze Kindheit verbracht. In Köln geboren, Köln aufgewachsen, nie aus Köln raus. Meine Tochter in Köln geboren, meine Enkelkinder in Köln geboren, mein Schwiegersohn in Köln geboren. Nein, wir sind also richtig Kölsch. Kölscher als unsere Familie geht es schon fast gar nicht mehr. Also erstmal bin ich evangelisch, in Köln nennt man das kölsch-katholisch. Ich gehe eine Woche in die evangelische Kirche und eine Woche in die katholische Kirche, setze meine tägliche Kerze auf und an diesem Samstag natürlich, sage ich jetzt mal, dann natürlich besonders für das Spiel der Fortuna. Wer München erlebt hat, 94. Minute, 2:1 und wir waren in der 3. Liga. Also ich glaube, das war kein Fußballwunder, das war kein Fußballgott, das war ein Wunder und das war der liebe Gott. Ich weiß noch, wie ich meinen Schutzengel rausgenommen habe, habe den nach oben gehalten, das Tor fiel und habe das Tor gar nicht gesehen. Weil ich so mit da oben beschäftigt war, aber irgendwie muss es ja funktioniert haben. Ja, ich nehme immer St. Pius, weil ich, wenn ich morgens zur Fortuna fahre, hole ich mal bei der Sparkasse die Kontoauszüge, fahre dann das Stückchen weiter zu St. Pius und bin dann direkt bei der Fortuna. Ne? Und ein bisschen Südstadt verbunden, wenn es machbar ist, ne? Sollte man schon machen. Ich habe einen Tag von morgens 5 immer bis um die Mitternacht und stehe immer um 5 Uhr auf. Ich käme nie auf die Idee, vielleicht mal von 5 bis 6 Uhr länger zu schlafen, aber ich käme nie auf die Idee, bis 10 Uhr im Bett zu bleiben. Ich wüsste ja, was ich da machen soll. Jetzt war ich auch Leichtathlet. Leichtathleten sind ja sowieso, also 100 Meter Sprinter. Die kannst du ja nur anpacken, sind die da. Ne? Auf dem Hansa-Gymnasium wurde der 4. Mann für die Staffel gesucht. Ja, da kommt der Sportlehrer zu mir und sagt, sie laufen. Und dann bin ich barfuß schneller gewesen als die mit ihren Turnschuhen oder Spikes. So bin ich entdeckt worden. Ja. Jetzt bin ich sowieso in jeder Beziehung hart im Nehmen. Ich kann 24 Stunden am Stück arbeiten, ich kann 24 Stunden am Stück etwas leisten. Mir macht das nichts. Ich habe eigentlich nie so richtig das Bedürfnis nach Ruhe.
Das sind so Sachen, die musst du hier eben auch noch per Hand machen. Aber wir sind ja auch kein erster FC Köln, ne? Das ist nun mal so. Ich bin heute noch nervös vor jedem Heimspiel, wenn ich unsere VIP-Gäste begrüßen darf. Das sind ein paar nette Sätze, dann sagt man, wir werden heute gewinnen. Alles Sachen, die sich im Endeffekt wiederholen. Aber wenn du die Leute begrüßt, musst du sie richtig begrüßen oder gar nicht. Hast du denn keinen Parkausweis? Ich schreibe mir auch jeden Satz auf, den ich ja nie, ich habe noch nie den Satz gesagt, den ich mir aufgeschrieben habe. Aber ich habe, das ist für mich eine wahnsinnige Sicherheit. Ich habe ja im Rat viel sprechen müssen, ich habe da viel, habe immer viel sprechen müssen. Aber ich habe immer darauf geachtet, nie etwas falsch zu machen. Herzlich willkommen zum Heimspiel in der Fortuna Arena in diesem wunderbaren VIP-Treff. Die Sonne strahlt, die Punkte warten auf uns. Alles andere wird sich nachher ergeben. Also ich bin schon aufgeregt, nervös, aber das, ich glaube, wenn man Sprinter ist, hat man so ein bisschen im Blut. Hier ist die Südstadt und hier ist die Mannschaft von Fortuna. Hey. Das ist ja auch eine Erfindung von mir, dieser Bar. Als ich hier vor 10 Jahren anfing, war ja hier alles pleite. Es gab ja keinen Cent. Und da habe ich gedacht, du kannst ja nicht immer nur selbst das Portemonnaie aufmachen. Wenn jetzt ein Spiel ist, egal wie viele Leute da sind, gehst du mit dem Bar runter, kannst du wenigstens die Schiedsrichterkosten bezahlen. So ist das Ding entstanden. Hallo, der Ball ist da. So, guten Tag allerseits, liebe Kürer, danke. Colonel Wachter, der Südstadtkünstler. Markus Kirsten, mein Tischlermeister. Guten Tag allerseits. Johannes Böhne, Ehrenpräsident. Ich kenne euch alle, ich habe euch alle im Griff. Hallo. Aber das ist ja für mich hier auch, wenn ich mit dem Ball runter, das ist wie Sport, ne? Da tun mir auch die Arme weh, da merke ich schon, dass man was älter geworden ist. Oder die Leute tun auch immer mehr in den Ball rein, das kommt noch dazu. Aber ich bin nie kaputt. Hallo, der Ball ist da und danke. So, guten Tag allerseits. Hallo, du sollst nicht rauchen, du sollst lieber spenden. Darf ich das machen? So, guten Tag allerseits. Also erst einmal, wenn ich mit dem Ball rund gehe, dann weißt du, was du getan hast. Also der Ball ist schon ein Markenzeichen. So. Und dann ist ein Markenzeichen, ich glaube, das macht außer mir in Deutschland keiner, die Gästefans in dieser Form zu begrüßen. Hallo, herzlich willkommen in Köln. Der Ball ist da. Und der Ulonska auch. Bei dem Spiel Stuttgarter Kickers. So etwas habe ich natürlich noch nie erlebt. Mir hat ja fast, ich glaube, mir hat jeder die Hand gegeben. Mich haben unzählige, haben sich mit mir fotografieren lassen. Jeder hat was in den Ball, in den Spendenball hereingetan. Das war eine tolle Geschichte. Und damit war auch die Niederlage der Fortuna für mich keine Niederlage mehr. Es war ein großer Fortuna-Tag. Denn ein solches Fan-Treffen wie wir, unsere Fortunen mit den Kickers, ich glaube, das gibt es in Deutschland ganz, 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 ganz selten im bezahlten Fußball. Fortuna! 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 Also wir bedanken uns für die Gastfreundschaft Fortuna. Mit einem Buch. Und der ganze Block hat unterschrieben. Natürlich atme ich noch tief durch, wenn ich also mit allem fertig bin. Aber jetzt sage ich, jetzt komme ich immer wieder das, was wir eben schon mal angesprochen haben. Da ich von den Fans im Stadion so viel zurückkriege, bin ich eigentlich so begeistert, dass ich gar nicht kaputt sein kann. Dieses Leben ist doch eins der schönsten, ne? Und wenn es nur ein Fortuna-Leben ist, ne? Hallo, guten Tag. Danke. Ich sitze am allerliebsten genau in der Mitte unter der Lautsprecheranlage. Das ist mittlerweile mein Lieblingsplatz bei der Fortuna, ist unten auf der Tartanbahn. Da hole ich mir das Stühlchen und gucke dann von da aus die letzten 7, 8 Minuten das Spielgeschehen an.
umgebe mich fast nur mit jungen Menschen. Erzähle den jungen Menschen nie was von früher. Aber nie. Also, denn sie fragen. Kann ja schon mal einer fragen, was hast du dann so früher gemacht? Ne? Dann sage ich, die drei Stationen, Sport, Politik, Karneval. So, das darf man ja auch vielleicht erzählen. Ne? Aber auch nur einmal. Nee, dann war das aber auch gut. Ansonsten rede ich eigentlich nur von morgen. Ne? Seit 1958 habe ich zum ersten Mal in der Zeitung gestanden und stehe heute noch drin. Ja, das müssen andere erstmal nachmachen, ne? Ich übe nur einmal.